Ein herzliches Willkommen, liebe Skorpione. Herzlich willkommen zur Monatslegung für den Monat März. Und egal, ob du den Skorpion im Sonnen- oder Mondzeichen, in deinem Aszendenten oder der Venus trägst, mach dich gefasst, vertrau einfach deiner Seele, denn es gibt ja einen Grund, dass du dir das Video anschaust. Und ich starte auch gleich direkt rein. Wir gehen rein mit dem keltischen Kreuz. Und vorab gebe ich dir die Magie eines Einhorns mit für den Monat März auf den Weg. Und da zeigt sich vielleicht auch schon ein Thema, eine Überschrift. Wir lassen uns überraschen. Für das Seelenkollektiv der Skorpione bitte ich für den März um eine Energie. Löse Beziehungen auf. Lass jetzt los. Vergebung bedeutet Freiheit. Karte Nummer 4. Nummer 4. Die 4 steht ja auch unter anderem im Tarot für ein bisschen Stillstand, Ruhe, Stagnation, Unzufriedenheit. Hier darfst du dich tatsächlich energetisch noch von Beziehungen wirklich lösen. Vielleicht hältst du noch an irgendwas fest oder hast noch irgendwo eine karmische Verstrickung. Natürlich wird es auch einen Teil von euch betreffen, die jetzt in die Freiheit gehen dürfen. Durch Vergebung. Und das kann energetisch sein, dass du energetisch vergeben darfst, jemanden, der da noch in deinem Feld ist. Beziehungen, die vielleicht aber auch physisch aufgelöst werden dürfen. Das heißt auf jeden Fall hier, dass du dich von Ketten befreien darfst, damit du in deine Freiheit kommst, lieber Skorpion, denn die erwartet dich bereits. Die Tür ist geöffnet. Und jetzt starten wir rein mit dem keltischen Kreuz für die Skorpione. Die Skorpionenergie zieht ins Kartendeck. Alles, was wichtig ist, wird gesehen. Und ich möchte erst einmal komplett durchmischen. Was auf jeden Fall hier gerade schon rausgefallen ist, ist Münzenergie, Ass der Münzen, Ass der Kelche und die 5 Münzen. Und jetzt geht's los. Und ich bitte für eine Ist-Stand-Situation, Skorpione, März. Was ist die Ist-Stand-Situation? Da haben wir die 5 Kelche und auch das ist die Bestätigung, dass du dich hier zum einen von etwas wirklich hier auf den Weg machst, dich emotional distanzierst. Da ist das so ein bisschen okay, da sind ein paar Sachen in der Vergangenheit anders verlaufen, als du es dir erhofft hast. König der Stäbe, es kann mit einem Gegenüber zu tun haben. Oder es ist das, was jetzt nochmal bewusst wird, was jetzt nochmal wirklich präsent wird, dass du da nochmal den letzten Feinschliff tätigen darfst, um dich komplett auch energetisch von etwas oder jemanden hier zu lösen. Das kann ein Feuerzeichen sein, muss es aber nicht. Schau da einfach mal für dich hin. Und du bist auch aufgerufen, nicht zu vergessen, dass ja am Ende auch noch gefüllte Kelche da sind. Also ist ja nicht alles zerbrochen. Es gab ja auch Punkte, die schön waren. Und das hilft dir auch tatsächlich bei dem Ritual der Vergebung. Und du vergibst nicht für den anderen, sondern für deinen Seelenfrieden. Was ist denn in deinem bewussten Gedankenfeld? Und da brennst du schon. Da brennst du tatsächlich für etwas und unterliegende Energie. Du bist tatsächlich schon im Bewusstsein, dass du jetzt einen Schritt noch machen musst, noch etwas Gewisses auflösen musst. Das können auch Glaubenssätze sein, an denen du noch festhältst, an denen du, mit denen du noch verbunden bist. Aber hier hast du also irgendeine zündende Idee? Die Sonne in deinem Kopf, die strahlt bereits. Da sind Ideen, da sind Gedanken, da ist eine Passion, eine Leidenschaft, etwas, wo du sagst, wow, genial. Wenn nicht, kommt die jetzt in dein Bewusstsein im März. Und dann wird sich hier eine neue Welt eröffnen, ein neues Kapitel, was gelebt werden möchte. Ziemlich turbulent, aber hier geht es tatsächlich um absolute Transformation. Du wirst hier komplett neues Terrain beschreiten. Hier gehst du und du gehst quasi ins Licht. Unterbewusstsein. Das Schicksalsrad, da rollt es. Und hier darfst du dich, 9 der Münzen, das ist so ein bisschen, also hier finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, weil die 9 Münzen ist, das ist halt kurz vor der Ernte. Du siehst quasi die Früchte, die du getragen hast. Bei diesem Tarotdeck, die Dame schaut mir sehr nachdenklich und ich deute die Karten immer nach der Deckenergie, wie sie bei mir ankommt.
Und hier rollt gerade ziemlich viel auf Seelenebene. Zum einen siehst du die Fülle, die du vielleicht auch hier mit einer neuen Chance hast, für etwas, was du brennst. Zum anderen ist aber trotz dieser ganzen Fülle eine gewisse Leere in dir. Und das ist das, wenn du jetzt versuchst, irgendwo dich noch festzuketten, das Schicksal wird dich immer wieder einrollen und es wird nicht leichter werden. Und hier zu gucken, wie kannst du jetzt wieder in den Einklang kommen? Das Leben ist für dich und erkenn doch bitte, welche süßen Träubchen da hängen. Ich möchte mal auf das Schicksalsrad eine Klärungskarte, Rad des Schicksals. Etwas geht in die Transformation, wird beendet und dafür ist eine Portion Frieden und Vergebung notwendig. Hier geht es nochmal um Karma, karmische Verstrickungen. Die können sich jetzt auflösen. Hol dir gerne auch professionelle Hilfe, wenn du sagst, ich habe keinen Plan, wie man eine karmische Verstrickung auflöst. Alle lassen sich auch gar nicht in der Tat auflösen. Aber dann kommt hier mit Sicherheit ein Neuanfang. In kleinen Schritten, aber du beginnst wieder aufzublühen. Da fließt dann auch aus dir selbst wieder diese Kreativität, dieser Enthusiasmus, wieder dein Leben selbst zu gestalten. Ich bin gespannt. Es kann auch hier ein Ende sein, was auf Beziehungsebene, Familienebene ist. Aber das ist hier gerade das, was passiert vom Schicksal tatsächlich gewünscht. Okay. Vielleicht beschäftigt dich auch ein Todesfall. Vielleicht ist jemand gestorben in der nahen Vergangenheit oder auch schon länger her aus der Familie, was dich hier irgendwie noch mitnimmt, was jetzt nochmal wirklich angesehen werden möchte, damit Heilung fließen kann. Vielleicht hast du auch da noch eine Verstrickung oder eine Beziehung, die du freilassen darfst, damit beide Seelen frei sind. Was ist wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Für die Skorpione, was ist wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Die Kraft, erinnere dich daran, wo du wirklich in deiner Kraft warst. Erinnere dich, was dir Stärke gibt. Erinnere dich aber auch bitte an deinen Ego. Wo war dein Ego recht laut und hat manchmal gebrüllt? Wo er dich hier wirklich in die Sorgen und die schlaflosen Nächte katapultiert hat, die neuen Schwerter. Das ist so ein Zeichen, okay. Hier ploppen vielleicht wirklich noch mal krasse Geschichten aus der Vergangenheit hoch. Doch erinnere dich, du hattest die Kraft, bist da durchgegangen und das darfst du wieder in dir aktivieren. Also aus der Vergangenheit kommt eine Kraftkarte. Sollte es dir hier noch mal ein bisschen schlaflose Nächte bereiten oder es gibt dir Kraft, dass dir bewusst wird, wenn du jetzt etwas wirklich endgültig in Frieden gehen lässt, dann kommst du so aus diesen schlaflosen Nächten, aus diesem Kopfzerreißen, aus dem Kreieren deiner eigenen Geschichten aufgrund deiner Verletzungen, kannst du selber austreten. Aus vielleicht dieser Beziehung, Verbindung zu immer wiederkehrenden Geschichten, die du dir erzählst. Entwicklung. Was ist die Entwicklung der nahen Zukunft? Die Tendenz. Die Prinzessin der Kelche hier findet Herzheilung statt. Vielleicht wird dir jetzt bewusst, ey, es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, gewisse Schritte immer weiter zu gehen, immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Hier wird dir bewusst, dass du alleine Herrscherin, Prinzessin, wie auch immer, die Verantwortung trägst über deine emotionalen Zustände. Hier wirst du dir auch noch mal ganz bewusst machen, welche Werte sind für dich wichtig. Wovon träumst du? Was sind deine Träume? Du gibst deinen Emotionen Raum, vielleicht beschäftigst du dich auch im März speziell mit innerer Kindarbeit und lässt dort ganz viel Liebe fließen oder aber auch wirklich die neuen Gefühle, die hier mit einem Gegenüber entstehen können. Aber generell ist es die Verantwortung, die du jetzt einfach selber übernimmst für deine emotionale Sicherheit, Geborgenheit, für die Liebe in dir. Das kann fließen. Und du bist sehr durchsetzungsfähig. Das heißt, du hast neben dieser Verantwortung, du hast einfach auch ein Potenzial, jetzt als Vorbild voranzugehen. Du inspirierst wahrscheinlich auch andere damit, mit dem, dass du dich jetzt auch mal empathisch zeigst. Vielleicht hast du dich eine Zeit lang zurückgezogen. Und jetzt hast du irgendwie so einen Funken, so ein zündendes Ideechen in deinem Kopf. Irgendetwas hat hier dein Feuer entfacht oder irgendjemand.
In welcher Energie befindest du dich im März, lieber Skorpion? Was schwingt in deiner Aura? Was schwingt in deiner Aura? Okay, das haben wir. Ja, Herzschmerz, dann haben wir aber auch die Sonne und den Narren. Also, das ist das, was tatsächlich hier liegt. Generell schwingst du in einer heilenden Energie. Du bist geduldig, du bist auch in dich ruhend. Du verbindest dich vermutlicherweise auch sehr viel mit deinen Geistführern oder erkennst einfach, dass du gerade deine Flügel hast, um dir Geborgenheit zu schenken. Dann kommt aber der Herzschmerz, das, was wir hier auch so ein bisschen hatten, diese schlaflosen Nächte, nochmal ein Triggerthema. Aber hier kommt auch diese zündende Idee, vergiss das nicht, ne? In der Ist-Stand-Situation. Und dann kommt dieses Wow, diese Geborgenheit, dieser Wow-Moment. Die Sonne haben wir hier und hier hinten. Also irgendetwas explodiert in dir oder wird so bewusst, dass so viel Wärme. Und dann gibt es einen erfolgreichen Neustart tatsächlich. Also du fliegst in den Erfolg rein. Du bist wieder verliebt in einen Menschen. Du verliebst dich vielleicht sogar in dich oder in das Leben, in die Welt, in all das, was du einfach hier erleben darfst. Das ist diese Leichtigkeit, die wieder einzieht. Als würdest du quasi, ja, mit deinen eigenen Flügeln jetzt lernen zu fliegen. Und dabei musst du gar nicht immer wissen, in welche Richtung geht es, denn du folgst hier deiner Intuition, übernimmst die Verantwortung und lässt dich aber auch durch diese starke innere Kraft leiten. Du gibst dem Schicksal jetzt die Möglichkeit, dich hier in die Transformation zu schieben und dich einfach wirklich begleiten zu lassen. Du hast Ausstrahlung auf andere Menschen, du inspirierst dich vermutlicherweise auch und du bist empathisch, weil du zeigst, ich habe einen Herzschmerz, irgendwas nagt an mir, das tut mir weh, aber gleichzeitig entscheide ich mich, den Schmerz einfach mal mitzunehmen, ihn sein zu lassen und dann ihn fliegen zu lassen. Du befreist dich hier von etwas oder wie gesagt von jemandem. Auf den Narren kommt der Turm. Du setzt Grenzen, springst hier förmlich aus deinem Dornröschenschloss. Und das habe ich eben schon gehabt, vielleicht hattest du eine Zeit, wo du eher so zurückgezogen warst. Bist du selbstständig, kommt hier eine neue Leichtigkeit rein. Wieder Glücksgefühle, du hast Spaß an der Arbeit, vielleicht expandierst du oder bekommst neue Kundenaufträge, aber da klopft der Erfolg an. Vielleicht gehst du auch da nochmal ganz andere Wege, überlegst dir ein anderes Konzept und machst irgendwie, du bringst da mehr Gefühl auch in dein Business. Gleichzeitig hast du natürlich hier auch hier nochmal die Bestätigung der Verantwortung, der Führungsqualitäten für dieses Närrische. Und der Narr geht einfach los, ohne dass er weiß, wohin es geht. Aber du bist gefestigt, du hast einen festen Stand, du hast also schon Orientierung und Ahnung. Und das kombinierst du jetzt mit dieser Lebensfreude, mit dieser Jugendlichkeit. Auf den Herzschmerz bitte. Hupala. So. Und das ist wirklich der Herzschmerz in Bezug auf eine Verbindung, ne? Also ich habe auf die drei Schwerter geklärt und hier kommt der Stress. Vielleicht hast du gerade eine Beziehung, bist sie neu eingegangen, gehst sie neu ein und irgendwie stresst dich hier was. Es kann das Geschnatter von außen sein. Vielleicht, ich bin mal gespannt, was von außen hier gleich kommt. Generell möchtest du dich gerne wieder verbinden. Für den einen oder anderen wird es jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen klarer, eine ganz andere Richtung, dass du dich ein bisschen ausgrenzt. Du bist verliebt, aber setzt irgendwie eine Mauer. Vielleicht hast du eine Herzmauer und hast Angst, wahrhaftige Gefühle wirklich zuzulassen, weil dich stresst hier ein gewisser Schmerz. Das kann ein Schmerz aus der Vergangenheit von dir selber sein oder etwas, was dein Gegenüber dir spiegelt. Vielleicht stresst dich das, weil jemand in deinem Feld ist, der irgendwie noch im eigenen Schmerz quasi setzt. Erinnere dich an die Kraft, schalte den Ego ein bisschen runter, mach ein bisschen Tukka-Tukka, denn hier ist jetzt nochmal wichtig, sanftmütig zu sein und ins Mitgefühl zu gehen, wenn es hier einen Menschen gibt, für den du wirklich brennst. Dann, gib dem Schicksal einfach wirklich den Raum, ob Hop oder Top, ob Transformation einer Beziehung oder Ende einer Beziehung. Vielleicht macht das gerade auch so ein bisschen unterbewusst so ein bisschen, ja, Frustration, keine Lust, irgendwie auch intim zu werden. Das haben wir mit den Lilien ja auch hier liegen. Oder die Zeit der Lustlosigkeit hört auf, weil hier brennst du ja für etwas. So, was kommt denn von außen auf dich zu? Die Energien von außen, es können Themen sein, Trigger sein. Was erwartet die Skorpione von außen?
Die möchte ich gerne schon mal nehmen, weil die so rausguckt. Noch eine Info. Okay, dann soll es das gewesen sein. Unterliegende Energie ist die Energie der 6 Münzen. Das heißt, vielleicht eine Waage tatsächlich. Von außen haben wir jetzt hier die Dame. Die 9 Münzen, wo ich eben gesagt habe, ja, irgendwie ist alles da, aber dennoch ist da eine Traurigkeit, eine nicht vorhandene Fülle. Und deswegen verstehe ich jetzt, dass ich hier schon das Gefühl hatte, du übernimmst hier gerade etwas von einer anderen Person. Hier ist jemand oder etwas, kommt oder ist in deinem Leben, mit der ist eigentlich alles cool. Da ist dieses Verliebtsein, da ist das wow, schön. Aber irgendwie schützt du dich hier vor etwas oder du fühlst dich ausgegrenzt, denn diese Person scheint dich zu stressen und das nagt an dir. Es kann ein Schicksalspartner sein. Diese Person scheint eventuell nicht zu erkennen, wie gut sie es hat und lebt in einer emotionalen Leere. Da ist irgendwie so, ja schön, ich halte jetzt die Frucht in der Hand und was mache ich damit? Und das könnte dich antriggern, weil du willst in den Erfolg. Du willst erfolgreich sein, du willst aus dem Herzen losgehen und immer wieder von außen dann. Ja, das ist so eine Kernwunde hier. Da kannst du richtig einmal reinscheppern. Natürlich kann hier auch dafür eine Lösung gefunden werden. Und da haben wir ihn. Schaut mal, hatten wir schon länger nicht mehr. Das ist Zeusi, mein kleiner Assistent. Ja, Zeus. Das könnte deine Kernwunde sein, dass du wirklich angetriggert wirst, wenn du erkennst, dass Menschen einfach die vorhandene Fülle, der Zeus darf einmal runter, dass Menschen die vorhandene Fülle nicht erkennen oder nur auf Materialismus aus sind. Natürlich ist 9 Münzen eine gewisse materielle Sicherheit, kurz vor der Ernte. Auch das, hier haben wir den Erfolg. Aber ich fühle hierbei einfach nicht, dass jetzt so richtig die Erntezeit ist. Von außen wirst du nochmal geprüft. Hier kommt eine Prüfung auf dich zu. Dann kann es wieder leicht werden. Dann kannst du dich auch wieder langfristig, lass mich mal kurz schauen, tiefe Gefühle, dann kannst du auch wieder ankommen. Dann wird es auch nochmal eine Veränderung in der Öffentlichkeit geben. Aber hier bist du aufgefordert, bleib bitte in der Balance. Genau. Deine Wünsche, Ziele, Hoffnungen, aber auch Ängste. Wünsche, Ziele, Hoffnungen und Ängste. Keine Kraft mehr zu haben, immer weiterzumachen. Und da die Königin der Schwerter kann Luftzeichen sein, mit dem du es zu tun hast. Du wünschst dir eigentlich Frieden und Ruhe. Du wünschst dir tatsächlich hier Klarheit. Du wünschst dir, dass dir vielleicht auch mal jemand zuhört, dich wahrnimmt und nicht immer in den Widerstand geht. Du hast nämlich keinen Bock mehr zu kämpfen. Du hast keine Lust. Du wärst zwar bereit, aber du möchtest lieber sachlich etwas klären, mit dem sachlichen Verstand und dennoch auch mit dem Herzen. Königin der Schwerter verpaart hier, also paart wirklich Kopf und Herz. Die hat einen guten Überblick. Die ist leicht, die ist klar, die ist rein. Und deine Angst ist wahrscheinlich immer wieder für diese Gerechtigkeit, für die Wahrheit immer wieder kämpfen zu müssen. Da wünschst du dir Frieden. Die 7 Stäbe. Also da haben wir die Veränderung mit einer Dame oder mit einem Gegenüber, mit einer Dame vermutlicherweise, die sehr starr ist, aber auch eine Veränderung, die du dir wünschst, Heilung. Vielleicht ist jemand in deinem Feld, der sehr starr im Denken ist und du wünschst dir hier einfach auch eine Heilung für das Thema immer wieder aufzustehen, immer wieder auch zu kämpfen. Ne, du möchtest dich einfach auch mal ausruhen, einfach mal tschakalaka, ich bin da, alles ist cool, zur richtigen Zeit stehe ich zwar nochmal auf, aber generell, ich habe keine Lust mehr, mich mit so Widrigkeiten zu befassen, die so sinnlos sind. Du suchst also hier nach dem größeren, nach dem höheren Ziel. Und vielleicht ist das auch deine Aufgabe, hier da nochmal zu schauen, okay, naja, wo hast du hier eine Verstrickung, damit du hier in die Veränderung gehen kannst, die du jetzt wirklich auflösen kannst, weil sie dich stresst. Was ist das Ergebnis oder das Ziel vom März für die Skorpione? Was ist das Ziel im März? Nee, die sind es definitiv nicht. Was ist das Ziel im März? So, das passt.
Die Prinzessin der Stäbe und der Prinz der Stäbe, das ist die Verpaarung, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber dass hier zwei Menschen, für die meisten, etwas langfristig aufbauen, nochmal geguckt wird, okay, wie sieht es aus in einer Partnerschaft, wenn du in einer Partnerschaft bist, müssen dann nochmal Stellschräubchen verdreht werden, darf nochmal über Pläne, gemeinsame Ziele gesprochen werden. Hier brennt ihr beide aber für etwas Abenteuer, Freiheit, Lebenslust. Und das könnt ihr auch in der Beziehung führen. Also man kann ja oder ist ja auch frei in einer Verbindung. Irgendetwas wird hier zusammen. Das ist wahrscheinlich dieser Funke, für den du brennst, für das du brennst, whatever, dass hier etwas zusammengeführt wird. Also das Match quasi. Die Sicherheit, die Lösung, vielleicht genau auf dich und deinen Partner oder Wunschpartner. Treue Werte, eine gewisse Loyalität, die du dir aber jetzt auch von deinem Gegenüber wünschst, die hier kommen kann. Aktivitäten, Nachrichtenaustausch, Erfolg, da haben wir dein Gegenüber, egal was für ein Geschlecht. Leichtigkeit, schicksalshafte Entscheidung, da bist du. Das heißt, ihr habt hier gerade eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Wie geht's weiter, rechts oder links? Und hier haben wir dann auch wirklich ein größeres Glück, was auf euch wartet, vom Schicksal so gewollt, dass ihr euch hier nochmal bewusst entscheidet. Und wenn ihr euch diese Entscheidung, die ihr trefft, und du weißt selber, vor welcher Entscheidung du stehst, geht's hier doppelt in die Sonne rein. Bleib deinem Herzen treu, check immer wieder ein. Das ist so mein Tipp an dich, lieber Skorpion. Und ich möchte dir gerne einen Seelenstein des Monats noch mit an die Hand nehmen, weil wenn du mir schon länger folgst, wirst du wissen, in meinem Online-Shop bekommst du sehr viele Schätze und ich selber arbeite auch mit Steinen, weil ja die Tafeln quasi auch mein Zuhause, schon der Schreibtisch hier bei mir ist voll und so geht es hier auch in der Wohnung tatsächlich weiter, weil es einfach eine mega Energiequelle ist und ein massiver Unterschied, wenn du mit Steinen arbeitest. Für den Skorpion im März, was unterstützt und hilft und möchte ins Feld kommen? Welcher Seelenstein möchte hier für die Skorpione? Das sind mir definitiv zu viele. So, das sieht doch schon besser aus. Wir haben den Smaragd und wir haben Aquaaura. Und das sind alles erstmal hier die Herzheilung, alles was grün ist, grüne Steine. Schaut mal, hier haben wir noch einen Selenit als unterliegende Energie für deine Weisheit, Klarheit. Und hier haben wir auf jeden Fall mit dem Smaragd, Farbe Grün, kannst auch einen anderen grünen Stein nehmen, die Herzöffnung, die Herzheilung, den du vielleicht jetzt gerade auch brauchst, wenn du dich von gewissen Personen oder aber auch Situationen, Emotionen hier löst. Es geht hier auch um das Geben und Empfangen, was wir eben hatten mit den sechs Münzen. Das Geben und Empfangen von Liebe, dein Herz für die Freundschaft zu öffnen. Ja, du öffnest Schlüssel, Freundschaft, du öffnest dich hier für einen Freund. Dabei unterstützt dich unter anderem der Smaragd. Die Aquaaura. Wir haben zweimal die Fünfer-Energie hier. Ne? Das ist auch super spannend. Karte Nummer 50 und Karte Nummer 5. Und wenn du auch so ein kleiner Zahlen-Junkie bist, pingt jetzt vielleicht auch bei der Zahl in dir etwas an, wo du sagst, oh, die 5, ja klar, kommt immer wieder. Gerade in mein Leben ist meine Lebenszahl, whatever. Aquaaura lädt dich dazu ein, sich mit dem unbegrenzten Potenzial, das ist der Narr hier, zu verbinden, ein neues Gefühl von Sinn, Begeisterungsfähigkeit und auch dieses Staunen zu haben. Das ist wow, Mann, ey, ich habe keinen Bock, mich hier mit Kleinigkeiten aufzuhalten, diskutieren, für was eigentlich? Ich will das Leben leben, ich will frei sein, ich möchte wirklich, ja, Freiheit kommt hier, ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Und der Geist der Aquaaura erinnert dich auch an die Magie, die einsetzt, wenn du dich mit dem Fluss der Fülle verbindest. Das ist das auch von außen. Vielleicht kommt jetzt auch die Erntephase, ja, dass die Dame hier einfach nur so ein bisschen blöd reinguckt oder ein bisschen Depri ist, da weil sie einfach möchte, dass du dich jetzt endlich mal mit der Fülle in diesen Fluss, das Schicksalsrad der Fülle begibst und wirklich erkennst, alles ist doch da. Ja, das ist das wirklich das Thema, was auch nochmal der Aquaaura-Stein hier mit dir kommunizieren möchte. Ich sage danke von Herzen fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.